Wir haben uns über viele Belanglosigkeiten die letzten Wochen unterhalten. Aber wir haben uns nicht über diese Kernfragen unterhalten, um die es geht. Überall im Land wird es Aktionen geben. Von Tür zu Tür werden wir gehen, jeden Einzelnen überzeugen, dass es um eine Richtungsentscheidung für Deutschland geht. Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Am 26.09. ist es endlich soweit. Dann ist der entscheidende Wahltag. Und auch heute kann schon per Briefwahl abgestimmt werden. Aber die Politik, die macht doch überhaupt nichts für uns. Und die ganzen anderen Politiker, die versprechen was, aber die erledigen das nicht. Ich kann damit null anfangen, um ehrlich zu sein. Ich habe das zwar in der Schule, aber ich kann damit nichts anfangen. Ist doch sowieso alles Kacke. Das ist tatsächlich die Reaktion von immer mehr, auch Jugendlichen. 84% der 16- bis 26-Jährigen fühlen sich von der Regierung im Stich gelassen. Durch die Pandemie ist die Politikverdrossenheit enorm gewachsen. In seltenen Fällen bleibt es nicht einmal bei Politikverdrossenheit. Manche Stimmen behaupten sogar, wir würden in einer Diktatur leben. Schämt euch! Ihr arbeitet für Babylon, ihr arbeitet für den hier! Ihr arbeitet für Satan! Nicht mehr für uns! Das ist eine ganz übliche KZ-Mütze, die früher getragen wurde. Das rote Dreieck bedeutet politisch verfolgt. Was ist hier? Darf ich was sagen? Darf ich nicht sagen? Sind diese Sorgen der Diktatur gerechtfertigt? Ich habe Peter Tauber gefragt. Macht Ihnen das Sorgen? Nee, das finde ich einfach nur dumm. Und das kann man an einem schönen Beispiel erklären. Alle, die da heute drüber reden, dass man darf nicht mehr sagen, was man will und das ist eine Diktatur und Stasi 2.0 und was da für Sprüche kommen, die wären in den beiden deutschen Diktaturen schon längst abgeholt worden. Aber ja, genau. Wir leben in einer Demokratie und nicht in einer Diktatur. Genau, richtig erkannt. Wir leben in einer Demokratie. Und deshalb wählen wir Abgeordnete, die uns repräsentieren und versuchen, möglichst zu unseren Gunsten Entscheidungen zu treffen. Aber auch wenn wir glücklicherweise in einer Demokratie leben, ist es wichtig, für diese einzustehen und beispielsweise wählen zu gehen. Dieses Parlament nach der Bundestagswahl am 26. September wird genauso ein Parlament der Schande sein, wie dieses aktuelle Parlament ein Parlament der Schande ist. Und deswegen könnte man einerseits sagen, ach, da lass doch die paar Schreihälse, die machen unsere Demokratie nicht schwächer. Aber wir haben ja auch erlebt in der deutschen Geschichte, dass das während den Anfängen nicht so dumm ist. Und deswegen glaube ich schon, dass Demokratie auch wehrhaft sein muss und man den Feinden der Demokratie entgegentreten muss. Das muss ich sagen, gab es in meinen 20 Jahren im Parlament nicht. Und auch soweit ich zurückdenken kann, bis in die 50er Jahre gab es das nicht. Dass tatsächlich eine Partei Leute, die aggressiv, also körperlich aktiv sind, die wirklich dann im Bundestag anfangen, in Räume zu gehen, ja, die nicht zugänglich sind. Also das wird bei uns respektiert. Ich gehe ja nicht in den Raum eines Kollegen, ohne anzuklopfen zum Beispiel. Aber da waren ja dann Querdenker von den Rechtsextremen reingelassen worden und die haben dann im Parlament da versucht, alles durcheinander zu bringen. Das sind für mich Vorstufen und Aggressionen, die die Demokratie wirklich gefährden. Und die Demokratie heißt ja, ich respektiere die Meinung der anderen und versuche durch Argumente Kompromisse zu erzeugen, aber ich versuche nicht, die anderen auszuschalten. Aber was wählt man da eigentlich? Was macht dieser Bundestag? Ja, Erik, der Bundestag hat eine Gesetzgebungsfunktion und er ernennt unter anderem den Regierungschef oder die Regierungschefin. Zurzeit ist das noch Angela Merkel. Außerdem kontrolliert der Bundestag die Regierung und beispielsweise die Bundeswehr. Die Mitglieder des Bundestages vertreten also die Gesellschaft und drücken die Wünsche dieser aus. Vielleicht bist du ja auch irgendwann im Bundestag. Jeder volljährige Mensch mit deutscher Staatsangehörigkeit kann sich nämlich zur Wahl aufstellen lassen. Was ich jedem erzähle, ob er es hören will oder nicht, im Bundestag sitzen tolle Leute. Wir müssen uns aber halt mal entscheiden, wen wollen wir im Bundestag haben? Sollen im Bundestag nur Heilige sitzen?
Oder sollen im Bundestag Menschen sitzen wie du und ich? Ich persönlich bin der Meinung, es wäre schön, wenn da Menschen wie du und ich sitzen. Ich war in der Schule sehr schlecht. Ich habe große Schwierigkeiten gehabt und bin auch sehr ungern zur Schule gegangen. Ich habe dann Abitur gemacht, gerade so eben. Na ja, gut, ich bin gelernter Elektriker, habe 9 Jahre Volksschule. Das ist vielleicht eine kleine Besonderheit. Ich weiß nicht, heute sagt man ja Hauptschule. Und habe danach eine Elektrikerlehre gemacht, als Starkstromelektriker. Habe dann mittlere Reife nachgeholt, dann Abitur, dann habe ich Mathematik, Physik und Philosophie studiert. Als Bundestagsabgeordneter hat man viele wichtige Aufgaben und eine riesige Verantwortung. Und es gibt Leute, die beispielsweise bestimmte Bevölkerungsgruppen benachteiligen oder bevorzugen wollen. Man sollte sich deshalb immer auf möglichst seriösem Weg informieren, wen man wählt. Denken Sie auch, dass es im Parlament Demokratiefeinde gibt? Ja, natürlich, die AfD. Wir haben mit Schülern Fragen vorbereitet. Ich habe Ihnen das jetzt gerade eben erklärt. Es ist wirklich eine absolute Unverschämtheit, Ihr Verhalten. Bitte beenden. Schmeißen Sie diesen Herrn raus. Aber warum müssen wir jungen Leute uns mit Politik beschäftigen? Guck doch mal sonst in den Bundestag. Da sitzen doch sowieso nur alte Leute. Und Philipp Amthor, der innerlich deutlich älter ist als der halbe Bundestag. Ja, das ist Kindergarten pur. Kindergarten? Das ist Kindergarten. Hochgradiger Kindergarten, albern und pubertär, sonst nichts. Ja, sorry, sorry. Aber Politik ist doch auch nicht etwas für alte Leute, oder? Ich bin jetzt ja 70, 71. Das ist gut, wenn wir ein paar Ältere im Parlament haben. Es ist aber auch gut, dass wir Junge im Parlament haben. Naja, es stimmt, dass viele Leute in der Politik etwas älter sind. Aber es sind vor allem die Jugendlichen, deren Zukunft noch vor uns liegt. Also ich finde es gut, wenn mehr auf die Jugend eingegangen wird, weil jetzt in der Corona-Phase haben wir halt, finde ich, ein bisschen gelitten. Wurde nicht so viel eingegangen, weil wir waren die ganze Zeit zu Hause und da hatten wir nicht so die gute Unterstützung. Da würde ich mehr darauf achten, dass sie auch ein bisschen für die Jugend was tun würden. Als Themen auch halt Umweltschutz und Klimapolitik. Aber ich finde es auch relativ wichtig halt in Richtung Offenheit, Toleranz. Also wir haben ja jetzt auch mit LGBTQIA+, solche Sachen, dass es halt dafür einfach Toleranz gibt. Und es hieß ja ganz, ganz lange immer, ja, die Jugend, die ist irgendwie nicht so politisch interessiert. Wir erleben gerade das genaue Gegenteil. Ein Mädchen hat vor 3 Jahren mit einem Pappschild erreicht, dass es eine Revolution gegeben hat weltweit, dass Schülerinnen und Schüler für Klimaschutz auf die Straße gehen. Ja, sowohl Vielfalt als auch Digitalisierung, aber vor allem Klimaschutz, sind sehr, sehr wichtige Aufgaben der heutigen Politik. Aber es wird einen Punkt geben, wo die globalen Temperaturzusammenhänge und das globale Klima nicht mehr eingebremst werden kann, wo die Polarkappen so weit abgeschmolzen sind, dass der Golfstrom dann niedergeht, wo die globale Erderwärmung so hoch ist, dass in den Permafrostböden in Sibirien die auftauen und Methan freigesetzt wird. Und dann reden wir nicht mehr über 2 Grad oder 2,1 Grad, sondern über 3 oder 4 Grad Erderwärmung mit den entsprechenden dann katastrophalen Folgen. Ich bin Niklas Hartmann, auch bekannt als der neue Mutti. Und ich finde Homophobie voll schwul. Ich empfehle jeden ein freiwilliges homosexuelles Jahr. Fickt euch, nicht den Planeten. Halt, stopp. Wir wollen hier keine Spaßpolitiker. Wie ist der denn hier reingerutscht? Es ist halt nur mal ein ernstes Geschäft. Und man kann es nicht als Spaßevent organisieren, Politik. Genau. Zurück zum Thema. Wie wäre es denn mal mit Eigenverantwortung? Kann auch jeder selbst entscheiden, was er oder sie für oder gegen das Klima tun möchte. Naja, wir haben ja in der Pandemie gemerkt, wie gut Eigenverantwortung funktioniert. So ziemlich gar nicht. Und dann brauchen sie eine Maske. Was ist das? Die Regierung verarscht uns noch voll. Ohne Vorgaben der Politik passiert im Klimaschutz tatsächlich recht wenig. Weil wenn du die Möglichkeiten hättest, entweder 10 Kilometer mit dem Auto nach Hause zu fahren oder diese Strecke zu laufen, weil um 9:30 kein Bus mehr fährt, dann würden sich die meisten sicher für die bequemere Variante entscheiden. Aber es ist eben die Politik, die den ÖPNV attraktiver und die Kohleindustrie eindämmen könnte. Und wir stehen jetzt vor einem Moment,
der ungefähr so ist, wir rasen mit Vollgas gegen eine Hauswand und man diskutiert noch darüber, ob es jetzt vielleicht ein bisschen zu teuer sein könnte, wenn man richtig in die Bremsen tritt, weil der Reifenabtrieb ja zu heftig sein könnte. Nein, diese Politik des ewigen Weiter-so führt uns in eine Sackgasse. Auch die Finanzpolitik geht uns alle etwas an. Und damit meine ich nicht mal riesige Steuerbetrüge oder teils fragwürdige Aktiengeschäfte, sondern vor allem die gerechte Verteilung und Vergabe von Vermögen, die Höhe oder eben Tiefe von bestimmten Steuersätzen oder die Höhe des Mindestlohns oder Lohn allgemein. Und dann habe ich gedacht, im Unternehmen wird durchschnittlich 4 Zentimeter verdient. Das kann sich jeder gut vorstellen. Und dann ist meine beliebteste Quizfrage, ein Manager, der jetzt sagt, in meinem Unternehmen kommen die Arbeitnehmer mit 4 Zentimeter gut zurecht. Mit der Wohnung, mit den Kindern, mit allem, was man so bezahlen muss. Wie viel nimmt sich dieser Manager dann in diesem Unternehmen, der glaubt, 4 Zentimeter wäre in Ordnung? Er nimmt sich, jetzt wahrscheinlich wird die Kamera nicht ganz ausreichen, ich habe Zeit, die Leute raten das auch gar nicht, der Manager nimmt sich 2 Meter im Durchschnitt. Also das 50-fache. Und da sagen wir, das ist in einer Weise ungerecht, das kann man auch mit Steuern gar nicht regulieren. Das 50-fache, findet ihr das nicht auch etwas ungerecht? Schreibt es mir in die Kommentare. Das ist Kindergarten pur. Kindergarten? Das ist Kindergarten. Hochgradiger Kindergarten, albern und pubertär, sonst nichts. Ich finde auch, dass es Kindergarten ist, nur die Reichen zu entlasten. Aber was verbindet jetzt eigentlich die Politik und die Jugend? Außer der gleiche Artikel. Naja, wie angesprochen, versucht die Politik für gute Rahmenbedingungen, für ein gutes Zusammenleben zu sorgen. Und dafür hört sie natürlich auch auf die Wünsche der Jugend. Welche Erfahrungen haben Sie bei Begegnungen mit Jugendlichen gemacht? Also eine große Neugier. Ich habe ja immer Schulklassen aus meinem Wahlkreis gehabt. Und was ich bei jungen Leuten ganz toll finde, die trauen sich, jede Frage zu stellen. Erwachsene trauen sich gar nicht, alles zu fragen. Also Jugendliche fragen dann eben, was verdienen Sie denn eigentlich? Und was haben Sie so für ein Auto? Und also auch private Fragen stellen junge Leute völlig unvoreingenommen. Und das finde ich auch in Ordnung. Man darf einen Volksvertreter alles fragen. Und was auch toll ist bei jungen Leuten, wenn man eine Antwort gibt, und das merkt man ja, die den jungen Leuten nicht gefällt, dann fragen die nach. Dann sagen die, warum meinen sie das denn? Und Erwachsene sind total anders. Erwachsene, wenn man da was sagt, was denen nicht gefällt, kommt ja auch vor. Die erste Reaktion ist, sie lehnen sich zurück. Die zweite Reaktion ist, sie verschränken die Arme vor der Brust. Und die dritte Reaktion, sie hören nicht mehr zu. Und das machen junge Leute seltener. Junge Leute fragen dann eben, die schütteln dann auch mal den Kopf. Und ich habe dann natürlich auch nicht jeden überzeugt. Aber sie sind neugieriger und das ist eine schöne Eigenschaft. Ja. Auf Fragen zu antworten ist eine, wohlbemerkt, gute Sache. Aber was hat denn die Politik konkret für die Jugend getan? Als ich als Rechtsanwalt anfing, 1969, habe ich Leute verteidigt, die nur deshalb angeklagt worden sind und zu Gefängnisstrafen verurteilt worden sind, weil sie dabei erwischt wurden, wie sie in ihrem Schlafzimmer zu Hause mit einem anderen Mann geschlafen haben. Wenn ein Nachbar sowas gehört hat, irgendwie stören und das angezeigt hat, dann wurden die vor Gericht gestellt und verurteilt. Paragraph 175 oder so? Paragraph 175, das war damals zu meiner Zeit in der Schule und in der Gesellschaft die schlimmste Beschimpfung, du 175er, also du Schüler. Heute ist dieses Zusammenleben zwischen zwei Männern oder auch zwei Frauen, auch geschlechtliches Zusammenleben, Liebeszusammenleben, so akzeptiert, dass die sogar heiraten können, dass die in die Kirche gehen können, sich trauen lassen können, weit bei vielen jedenfalls. Das ist doch ein Paradigmenwechsel. Wenn mir das damals einer gesagt hätte, hätte ich gesagt, bist bekloppt, bist ein absoluter Fantast. 9 Lungenkrebse von 10 sind Raucher. Und da merkt man schon, welchen negativen Einfluss das hat. Da habe ich mich sehr gekümmert. Und manche Leute sagen, das ist dein größtes Verdienst, dass man heute in der Gaststätte nicht mehr raucht, ist so angenehm. Und dann habe ich eine längere Rede gehalten, am Schluss der Polizei da drüben zugerufen, gebt das Hanf frei und zwar sofort. Gebt das Hanf frei und zwar sofort. Gebt das Hanf frei, das Hanf frei, das Hanf frei.
Stimmt. Das sind alles Dinge, auf die die Politik großen Einfluss hat und wo auch viel zu bewegen ist. Aber was fällt einem ein, wenn es ums Thema Politik geht? Unsere Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel! Die letzten 16 Jahre war sie unsere Bundeskanzlerin. Viele, auch ich, haben niemand anderen in ihrer Position mitbekommen. Und viele Jugendliche sind mit ihr sehr zufrieden. Obwohl sie nicht wirklich in unserer jungen Altersgruppe ist. Aber warum ist sie trotzdem so beliebt? Naja, also sie hat ja nicht umsonst den Spitznamen Mutti. Und auch wenn junge Leute so vielleicht das nicht gerne sehen, wenn Mama noch mal einen Abschiedskuss gibt, in Wahrheit sind sie froh, dass Mami da ist. Also Merkel war jetzt 16 Jahre lang Bundeskanzlerin. Wenn du jetzt so daran zurückdenkst, was bleibt dir von Merkel noch so in Erinnerung? Das ist eine Frau, die mir auch immer Mut gegeben hat als junges Mädchen, weil ich gesehen habe, Frauen können was erreichen. Eine Frau kann Bundeskanzlerin werden. Und ich meine, man sieht auf vielen Ländergipfeln, jeder respektiert Frau Merkel und sie ist einfach eine total dominante und auch respektvolle Person. Die ist sehr nett und ich mag sie voll. Die hat uns alle so gut aufgenommen hier in Deutschland und ja, wir mögen sie halt alle. In 16 Jahren hat sie ja auch ihren eigenen Politikstil geprägt, den wir auf der Welt so mittlerweile nicht mehr oft sehen, auch bei den Bewerbern jetzt nicht so oft sehen, die eigene Persönlichkeit sehr zurücknehmend, nicht so wie ein Trump, der sehr ich-bezogen auftritt, immer sehr kontrolliert, auch abwägend und nie irgendwie schnelle Entscheidungen trifft. An Frau Merkel finde ich, glaube ich, oder fand ich immer gut, dass eine große Sicherheit mit ihr da war. Also man konnte sich irgendwie in Krisensituationen auch oft auf sie verlassen. Was jetzt? Merkel wird dieses Jahr das erste Mal seit 16 Jahren keine Bundeskanzlerin sein. Die Politik ist sowohl wichtig für alle als auch für die Jugend. Sie kann Schlimmes verhindern und für Besseres sorgen. Die meisten von uns wollen doch sicher, dass wir noch lange und nachhaltig auf unserem schönen Planeten leben können. Es geht nicht nur ums Heute, sondern auch ums Morgen. Und ausschlaggebend dafür sind in erster Linie Inhalte und Taten. Und erst vielleicht in siebter Linie irgendwelche persönlichen, menschlichen Fehler. Denn auch Politiker sind Menschen. Also, was ich jedem erzähle, ob er es hören will oder nicht, im Bundestag sitzen tolle Leute. Also da sitzt eben alles, was wir so kennen. Und das ist mir aber lieber, als wenn da nur Menschen sitzen würden, die sich für was Besseres halten oder die gar besser sind. Ich habe lieber Menschen mit Schwächen und Fehlern da. Und obwohl die auch alle Schwächen und Fehler haben, machen die das alle mit unheimlich viel Liebe und Herzblut für unser Land. Politik ist nicht nur manchmal kompliziert. Sie ist sogar sehr komplex. Man kann sie schlecht verkürzen. Manche Medien verkürzen Politik aber oft, beleuchten nur einseitig oder haben eine bestimmte Agenda. Zum Beispiel die, politische Gegner zu diffamieren. Medien sind auch nicht gleich Medien und sich informieren ist auch nicht gleich Informationsgewinn. Überall gibt es Leute, die Falschinformationen verbreiten. Trotzdem ist es natürlich richtig, Politik ist eine ziemlich komplizierte Sache und man braucht ein bisschen Zeit, um Dinge zu verstehen. Und das würde ich mir natürlich schon wünschen, dass junge Leute sich öfters mal Zeit nehmen, zu lesen, Nachrichten zu schauen, weil ich glaube, nur dann kann man wirklich mitreden. Vor allem bei Aussagen aus dem Internet gilt, immer auf die Quellen schauen und Fakten checken, so wie das Harald Minde bei Hans-Jürgen Irmer gemacht hat. Das Video findet ihr hier oben in der Infobox. Ich weiß, Sie manipulieren ja immer, ist schon klar. Das kennen wir ja. So, lass uns mal in ziemlich schwachsinnig. Alles gut, Herr Irmer. Tut mir leid. Oh ja, die Bild-Zeitung hat sich geändert. Wissen Sie warum? Die Bild-Zeitung berichtet ja plötzlich ganz anders. Die haben einen anderen Besitzer. Jemand aus den USA hat die aufgekauft und plötzlich berichten die ganz kritisch. Oh ja, ich habe mich geändert. Wissen Sie warum? Ich habe mir die Bild-Zeitung gekauft und jetzt sehe ich alles sehr kritisch. Sehr schön. Jedenfalls, auch nur weil etwas abgedruckt wurde, heißt es nicht, dass es die alleinige Wahrheit ist. Deshalb sind polemisch verkürzte Schlagzeilen, Texte und Aussagen sehr gefährlich. Egal, ob es der nette Mann von Telegram,
der Onkel auf der Familienfeier eine Politikerin oder die Bild-Zeitung ist. Es gibt einen kleinen Anteil, da nimmt die Aggressiv und die Abkapselung zu. Die sind ja nur in ihrem eigenen Informationsraum. Und dann lerne ich ja nichts dazu, wenn ich in meinem Informationsraum bin. Leute sind sehr viel im Netz, hören dort auch falsche Nachrichten. Die falschen Nachrichten werden verbreitet. Aber Politik interessiert mich doch sowieso nicht so. Ich schaue mir sowieso nichts an, was irgendwas mit Politik... Nein, so einfach ist das wirklich nicht. Politik wird nicht nur vermittelt, wo man es direkt sieht. Politik ist überall. Im Fußball beispielsweise. Wenn man auf die nächste geplante Fußball-Weltmeisterschaft in Katar schaut. In Katar sind zurzeit über 2 Millionen Arbeitsmigranten beschäftigt, die dort unter meist schlimmsten Bedingungen arbeiten. Und über 6.500 Leute sind schon seit der Vergabe der Weltmeisterschaft in diesem Land im Zusammenhang der Vorbereitung dieser gestorben. Außerdem soll Katar die Taliban und Hamas massiv unterstützt haben. Durch die geplante Teilnahme an beispielsweise diesem Event wird ein Signal gesendet, dass es in Ordnung sei, dass in dem umweltschädlichsten Land der Welt, dem Menschenrechte vollkommen egal sind, dass in diesem Land die Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet. Man kann nicht nicht politisch sein. Wer nicht politisch ist, gibt sich einfach nur mit den herrschenden Gegebenheiten zufrieden. Die Politik ist wichtig. Sie geht, wie gesagt, uns alle etwas an. Wenn ihr wählen gehen könnt, dann tut das. Aber achtet darauf, wen ihr wählt. Im Nandil-Kreis könnt ihr mit der Erststimme beispielsweise Dagmar Schmidt von der SPD, Caroline Krohn von den Grünen, Christiane Ohnacker von den Linken oder Niklas Hartmann von der Partei wählen. Die anderen Kandidaten, egal. Sie sind nicht die Öffentlichkeit, Sie sind Kommunist und machen Sie, was Sie wollen. Sehr gerne, aber was wollt ihr? Aber wenn Sie in der Wahlkabine stehen, dann machen Sie für einen Moment die Augen zu und überlegen sich, wie Sie immer wollten, dass Politik sein soll. Was ist die beste Vorstellung, die man von Politik haben kann? Wie kann ein demokratischer Wettstreit organisiert laufen? Und dann machen Sie die Augen auf und setzen Ihr Kreuz und ich bin mir sicher, es wird an der richtigen Stelle sein. Es wird nicht umsonst so viel über Politik diskutiert. Sie sollte, nein, muss ernst genommen werden. Oder wie Cicero gesagt haben soll, was alle betrifft, muss von allen diskutiert werden. Quid omnes pertinet a omnibus disputari debet.